Liebe Freunde von Leanders Lieblingen, hier habe ich ein Buch in der Hand, das ist eins der absoluten Lieblingsbücher meines Mannes und am liebsten würde es mir jetzt wahrscheinlich aus der Hand nehmen und selber alles vorlesen, weil er liebt Winzig. Winzig ist ein kleiner Elefant, der ist verloren gegangen. Naja, da ist er nicht herzig. Also, so herzig kann eigentlich nur Erwin Moser sein mit der Welt und den Tieren. Winzig hat halt unter dem Busch geschlafen. Und seine Eltern, die weiterziehen mussten, haben ihn nicht gefunden. Übrigens kann sowas durchaus in ganz modernen Verhältnissen passieren. Eine meiner Patentöchter hat mir gerade erzählt, dass sie jetzt in der Weihnachtszeit mit ihren beiden Kindern mit dem Zug unterwegs war und da musste man umsteigen. Tja, was ist dann passiert? Also ich will es gar nicht erzählen. Doch, die Kinder waren im Zug, sie war draußen und die Kinder sind dann schon weitergefahren. Gott sei Dank gibt es heutzutage da doch Handys. Also in dem Fall ist es gut, dass es Handys gibt, aber für Elefanten gab es das natürlich nicht. Das heißt, die Eltern mit der Herde sind weitergezogen und Winzig blieb allein zurück. Aber Winzig war natürlich ein sehr geliebter kleiner Elefant und deshalb ist er gar nicht so entsetzt. Er wacht auf und denkt, ach, wo sind sie denn? Ach, sind sie nicht mehr da? Na, dann gehe ich sie suchen. Und das tut er dann über unendlich viele Seiten und Geschichten hinweg, wo er zwischendurch wunderbare Freunde findet und Ersatzeltern. Also er wird adoptiert, aber er will trotzdem immer weiter seine wirklichen Eltern suchen. Ganz zum Schluss findet er sie auch. Aber nur, um festzustellen, dass es sie gibt. Und dann zieht er wieder weiter, weil die Welt zu entdecken, das war das Glück. Sozusagen die Kehrseite der Medaille des Verlorengehens. Also Winzig hat eigentlich nie gelitten, sondern er hat die Chance genutzt, aus einem Unglück ein Glück zu machen für sich. Was für eine tolle Geschichte. Für alle Kinder, die immer mal zwischendurch verloren gehen. Verloren gehen kann ja auf sehr vielen Ebenen stattfinden. Einfach, wenn man sich manchmal mit den Eltern nicht mehr so gut versteht. Also Winzig ist ein tolles Buch für Pubertierende. Also für solche, die dann zum Beispiel verloren gehen, weil sie schneller irgendwo eingestiegen sind in einen Zug und auf die Mama nicht gewartet haben. Also in diesem Sinne, ein gutes Kinderbuch ist ein Kinderbuch, was gleichermaßen für die 4-5-Jährigen, für die 10-12-Jährigen, aber auch für die Eltern ein wirklich bereicherndes, glücklich machendes Buch ist. Und das ist Winzig von Erwin Moser. Das gibt es übrigens hier sogar mit CD. Die ist da hinten beigefügt. Angeblich hören die Kinder ja keine CDs mehr, ist das wirklich so? Aber einen CD-Player hat doch eigentlich immer noch jeder, jedenfalls jede gute, gepflegte Elternbibliothek. Deshalb ist es schon ganz gut, dass Belz und Kellberg sowas immer noch pflegt. Tja, Winzig, das große Buch vom kleinen Elefanten.